Ich begrüße also nochmal ganz herzlich Frau Professorin Christine Ulla-Kreisel und auch ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Stella Merz, beide von der Universität Vechta, mit dem Vortrag Soziale Ungleichheit von Anfang an, ein intersektionaler Blick auf Bildungschancen von Kindern. Und ich freue mich, dass Sie unsere Veranstaltung damit bereichern werden. Herzlich willkommen. Also erstmal herzlich willkommen an alle. Vielen Dank für die Einladung. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und Titel unseres Vortrags heute ist Soziale Ungleichheit von Anfang an, ein intersektionaler Blick auf Bildungschancen von Kindern. Die Gliederung unseres Vortrags ist, wir haben drei Punkte. Zum einen Intersektionalität als Ansatz zur Sensibilisierung des professionellen Selbst mit Blick auf soziale Ungleichheiten. Zum zweiten Klassismus als ein Aspekt sozialer Ungleichheit, Vorstellung empirischer Befunde zu Armut aus dem Bereich frühkindliche Bildung. Und zum dritten Elternperspektiven, Bedenken und Hemmfaktoren für den Übergang in Bildungseinrichtungen. Und hier erfolgt ein Transfer aus dem Forschungsprojekt herausgeforderte Eltern, das an der Universität Vechta verortet war. Ich werde jetzt mit Punkt 1 und 2 anfangen und Stella Merz wird dann mit Punkt 3 weitermachen. Und am Schluss gehe ich nochmal insbesondere auch auf 1 ein und mache dann ein Fazit. Bitte zum ersten Punkt. Im ersten Schritt möchte ich ganz kurz was zu Intersektionalität sagen, insbesondere auch zu der historischen Verortung dieses Ansatzes. Der Begriff bzw. das Konzept Intersektionalität wurde namentlich von der schwarzen amerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw geprägt. Und der Entstehungszusammenhang zu diesem Konzept war eine fehlende Bereitschaft der Justiz, die Ungleichheitserfahrungen von schwarzen Arbeiterinnen bei General Motors in ihrer Mehrdimensionalität als sowohl Frauen als auch Person of Color anzuerkennen. Das reicht bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Und damals hat das Gericht das Anliegen der Klage der Frauen of Color zurückgewiesen mit dem Hinweis, dass die Rechtsstreitigkeit dahingehend geprüft werden muss, inwieweit es sich um einen Fall rassifizierender Diskriminierung oder um einen Fall sexistischer Diskriminierung handelt. Das Gericht stellte fest, eine Kombination aus beiden sei ausgeschlossen. Und diese Eindimensionalität der theoretisch-juristischen Perspektive, das hat Crenshaw herausgearbeitet, führt dazu, dass Diskriminierungen, denen schwarze Frauen ausgesetzt sind, unsichtbar bleiben, weil sie entweder nur als Frau oder nur als schwarze Person in ihrer Benachteiligung quasi vom Recht her angesehen wurden und anerkannt wurden. Und Crenshaw hat mit der Metapher der Straßenkreuzung, Englisch Intersection, verdeutlichen wollen, inwiefern das dazu führt, dass quasi weder die eine noch die andere Diskriminierung bearbeitet wird. Weil sie hat eben anhand des Bild der Straßenkreuzung quasi gesagt, bildlich gesprochen, auf der einen Seite kommt die Gender-Ambulanz zu den Frauen, die Hilfe bedürfen, auf der anderen Seite kommt die Race-Ambulanz zu den Frauen, die Hilfe bedürfen. Die treffen sich an dieser Straßenkreuzung, niemand fühlt sich zuständig und die Frauen erfahren überhaupt gar keine Hilfe. Also hat Crenshaw eigentlich mit diesem Ansatz der Intersektionalität zum einen darauf aufmerksam gemacht, dass Ungleichheitsverhältnisse komplex sind, dass sie häufig mehrfach sind. Menschen sind nicht aufgrund beispielsweise ihrer Klassenlage, also beispielsweise ihrer sozialen Herkunft, ihrer sozioökonomischen Verhältnisse benachteiligt. Meistens verschränken sich Benachteiligungen beispielsweise auch aufgrund noch ihrer Positionierung in der Migrationsgesellschaft, also zum Beispiel entlang von Race. Und deswegen bedarf es eben einer analytischen Perspektive dieser Mehrfachdiskriminierung zum einen. Und zum anderen hat Crenshaw eigentlich eine dezidiert politische Setzung mit ihrem Ansatz gemacht, weil für sie wichtig war, dass aus dieser Analyse eigentlich immer auch ein politischer Handlungsauftrag entsteht.
Okay, bitte die nächste Folie. Die Professorin und Kindheitswissenschaftlerin, die sich insbesondere auch mit Prozessen sozialer Differenzierung und Benachteiligung auseinandersetzt, Maisha Maureen Aumer, hat Intersektionalität vorgeschlagen als ein Wahrnehmungsinstrument, um diese interdependenten, also miteinander verschränkten Ungleichheitsverhältnisse sichtbar zu machen. Und ich fand diese Definition für dieses Setting hier sehr gut, weil es ja letzten Endes in dem Vortrag auch darum gehen soll, wie kann mit einer intersektionalen Perspektive eine Sensibilisierung des professionellen Selbst beziehungsweise insgesamt eine Sensibilisierung für mehrfache Ungleichheitsverhältnisse eigentlich geleistet werden. Und Aumer sagt, Ziel sei es, systematisch gegen Dominanzstrukturen auf der Ebene der sozialen Strukturen, der sozialen Praxis und der symbolischen Ordnung zu intervenieren. Was heißt das jetzt genau? Bitte einmal die nächste Folie. Dominanzstrukturen auf der Ebene der sozialen Strukturen, der symbolischen Ordnung, der sozialen Praxis. Eine Besonderheit einiger intersektionalen Ansätze ist es, dass sie eine Perspektive auf gesellschaftliche Verhältnisse haben und nicht nur auf die Ebene der Identitäten. Und das ist deswegen insgesamt wertvoll, weil diese Ansätze davon ausgehen, dass es Ungleichheitsverhältnisse, also Dominanzstrukturen mit Aumers Worten, auf der Ebene von gesellschaftlichen Verhältnissen gibt, wie beispielsweise bildungspolitische Programme, Gesetze für frühkindliche Erziehung und Bildung, beziehungsweise Institutionen und Organisationen. Einmal die Ausbildungsinstitutionen und ihre Curricula würden beispielsweise auch unter diese Dominanzstrukturen fallen, aber eben auch die spezifische Organisation von Einrichtungen. Und dann ist quasi die zweite Ebene, die der symbolischen Ordnung. Da könnte man sagen, das sind gesellschaftliche Diskurse zu beispielsweise auch guter Elternschaft. Das sind normative Vorstellungen zu beispielsweise Migration oder zu Menschen, die geflüchtet sind. Das sind Stereotypisierungen. Und auf der dritten Ebene der sozialen Praxis, das sind soziale Praktiken, also quasi Handlungen, Interaktionen im Alltag, beispielsweise in den Institutionen frühkindlicher Erziehung und Bildung. Und eine intersektionale Perspektive würde sich eben die Verschränkung dieser drei Strukturen angucken mit Blick auf die Frage, was entsteht daraus auf einer Handlungsebene? Also wie schreiben sich beispielsweise gesellschaftliche Verhältnisse durch bildungspolitische Programme in den Alltag der frühkindlichen Erziehung und Bildung ein? Welche Bedeutung haben symbolische Ordnungen für Adressierungen beispielsweise von Eltern oder auch von Kindern? Und wichtig ist dabei auch vor Augen zu haben, dass gerade mit diesem Ansatz eigentlich davon ausgegangen wird, dass es letzten Endes nichts, was die AkteurInnen auf der Ebene der sozialen Praktiken immer im Kopf haben, reflektieren können, sondern Strukturen und symbolische Ordnung schreiben sich quasi in uns, in unsere Körper, in unser Denken und Handeln ein und wirken darauf, wie wir agieren. Aber es bedarf der Prozesse von Reflexion, um quasi sich bewusst zu werden, welche Bedeutung diese Dominanzstrukturen, diese symbolischen Ordnungen haben. Und das wäre dann die Frage, wie kann man quasi so eine Sensibilisierung auf den unterschiedlichen Ebenen erreichen oder auch denken. Und das ist der Versuch, den wir quasi hier mit unserem Vortrag machen möchten. Bitte die nächste Folie. Also, der erste Schritt wäre Dominanzstrukturen auf der Ebene der sozialen Strukturen. Was sind das eigentlich für Dominanzstrukturen? Welche Ungleichheitsverhältnisse mit Blick auf frühkindliche Bildung und Erziehung bestehen eigentlich in gesellschaftlichen Verhältnissen, in durchbildungspolitische Programme und Ansätze? Was wissen wir darüber? Inwiefern müssen wir quasi Wissen darüber akquirieren, um das überhaupt erstmal wahrnehmen zu können. Deswegen habe ich an dieser Stelle jetzt erstmal
mit Blick auf die Frage Dominanzstrukturen ein paar allgemeine Fakten sozusagen zusammengetragen, welche Ungleichheitsverhältnisse sich hier zeigen. Und Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass das politische Versprechen der Verringerung von sozialen Ungleichheiten durch frühkindliche Bildung nicht unbedingt eingelöst wird bzw. eingelöst werden kann, muss man sagen. Hochgräbe und Striethold stellen beispielsweise fest, dass allein durch die Teilhabe an frühkindlicher Bildung nicht zu erwarten ist, dass sich Differenzen in den Sprachkompetenzen zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft bis zum Schuleintritt verringern. Bitte nächste Folie. Das Forscherinnen-Team um Isabel Diem et al. Stellt fest, dass zum Beispiel Sprachförderinstrumente neue Differenzpraxen hervorbringen, insbesondere für Kinder mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Fuchs und Rechlin stellen beispielsweise fest, dass Kita-Plätze nicht für alle gleich zugänglich sind und stellen weiterhin fest, dass vor allem Eltern mit einem höheren Einkommen und einem höheren Bildungsniveau sich bei der Kita-Platzvergabe schneller und besser durchsetzen können. Bitte nächste Folie, danke. Katharina Spieß stellt fest, dass Einkommen und Bildungsstatus der Eltern, insbesondere der Mutter, einen wesentlichen Einfluss auf die Teilnahme des Kindes im Alltag von Kindeseinrichtungen hat. Und Längsschnittstudien lassen erkennen, dass insbesondere privilegierte Kinder von dem Angebot der Tageseinrichtungen besonders stark profitieren. Erwerbslosenhaushalte, kinderreiche Familien sowie Eltern mit niedriger Bildung und niedrigem Einkommen treten seltener in Erscheinung. Ungünstigere Startchancen von Kindern mit Migrationshintergrund sind dabei nicht allein migrationsbedingt, sondern deuten auf eine ungünstige strukturelle Positionierung der Eltern hin. Da zeigen sich beispielsweise Mehrfachdiskriminierungen. Und darüber hinaus zeigen aktuelle Studien deutschlandweit Segregationseffekte in Institutionen frühkindlicher Erziehung und Bildung. Mehr als ein Drittel der Kinder, die zu Hause nicht primär Deutsch sprechen, besuchen Einrichtungen, in denen die Mehrheit der Kinder dies ebenfalls nicht tut. Die Befunde unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Hochgräbe et al. Haben diesen Befund auch mit Blick auf Nordrhein-Westfalen und Hessen erstellt. Insgesamt zeigen sich aber Segregationseffekte deutschlandweit. Bitte weiter. Und dabei bei den Segregationseffekten zeigt sich eine Verschränkung entlang der Dimension ethnisch kodierte Zugehörigkeit und Klassenlage, also beispielsweise soziale Herkunft, Armut, in Bezug zu sozialer Segregation. Hohe Anteile von armen Kindern in Einrichtungen korrelieren mit entsprechenden Anteilen von Kindern mit einer sogenannten Migrationsgeschichte, wodurch es zu einer Verschränkung von Benachteiligung kommt. Weiterhin konzentrieren sich die am stärksten benachteiligten Kinder in wenigen Einrichtungen. Und es bedeutet insbesondere vor dem Hintergrund, dass die stärksten benachteiligten Kindern besonderer Förderung bedürfen, dass es in einigen Kitas eigentlich ganz besonders hohen Förderbedarf gab und entsprechend, wenn es nicht zu einer Reproduktion sozialer Ungleichheiten kommen soll, eigentlich insbesondere in diesen Kitas einer besonders hohen Ressourcenausstattung bedarf, wenn man schon nicht die Segregationseffekte ausgleichen kann auf quasi einer Miete, auf einer Ebene höher der kommunalen oder insgesamt politischen Ebene. Bitte weiter. Becker und Lauterbach stellen fest, dass es aus, das habe ich gerade gesagt, ungleichheitstheoretischer Perspektive einer gezielten Förderung von Kindern bedarf, die aufgrund primärer Effekte im Elternhaus, also Effekte im Elternhaus, wie zum Beispiel, es wird dort nicht Deutsch gesprochen, also benachteiligende Effekte im Elternhaus, die aufgrund dessen benachteiligt sind, dass die einer besonderen Förderung bedürfen, um Bildungsbenachteiligung auszugleichen.
Jedoch ergeben sich erwartete Bildungseffekte laut Becker und Lauterbach nur für Kinder qualifizierter ArbeiterInnen, während Kinder un- und angelernter, ich würde bevorzugen, dass ich Aussagen oder Fragen vielleicht am Ende des Vortrags nochmal aufgreife. Ich glaube, sonst verlieren wir uns ein Stück weit bei dem Vortrag. Ich habe das gerade im Chat gelesen. Erwartete Bildungseffekte ergeben sich laut Becker und Lauterbach nur für Kinder qualifizierter ArbeiterInnen, während Kinder um- und angelernter ArbeiterInnen in ihren Bildungschancen weiterhin besonders benachteiligt sind. Und die Autorinnen stellen weiter fest, wir können nicht davon ausgehen, dass sich, wie in der Bildungspolitik erhofft, durch eine vorschulische Bildung die sozialen Bildungsungleichheiten zwischen den Sozialschichten nivellieren. Kinder aus der unteren und der oberen Dienstklasse haben eine fast 20-mal günstigere Chance für den Gymnasialbesuch, wenn sie zuvor Kindergarten oder Vorschule besucht haben, als die Kinder aus der Arbeiterklasse, die ebenfalls eine vorschulische Betreuung erfahren haben. Also es zeigt sich, Bildungsprogramme können nur teilweise Bildungsbenachteiligungen, die im Elternhaus quasi oder aufgrund der Herkunft da sind, können nur teilweise ausgeglichen werden durch Programme für frühkindliche Erziehung und Bildung. Das heißt, soziale Ungleichheitsverhältnisse können nicht allein durch pädagogische Institutionen aufgefangen und ausgeglichen werden. Bitte einmal. Genau, dieses Wissen und diese Wahrnehmung von gesellschaftlichen Dominanzstrukturen und Ungleichheitsverhältnisse gilt es jetzt vor dem Hintergrund der Frage einer Sensibilisierung des Professionellen selbst erstmal zu wissen und wahrzunehmen, weil quasi das ja letzten Endes auch schon eine andere Perspektive bei den Fachkräften, bei den beteiligten Akteurinnen in den Institutionen erzeugt und erzeugen kann. Und weil das letzten Endes bedeutsam wäre, auch schon quasi für die Ausbildungsinstitutionen, habe ich an dieser Stelle reingenommen die neuesten Befunde von Kuhn und Landhäuser und von Brigge zu den Curricula in den Ausbildungsinstitutionen und der Frage, wie werden eigentlich solche gesellschaftlichen sozialen Ungleichheiten adressiert. Und da zeigt sich, dass lediglich die Curricula von 7 Bundesländern explizit Armut und oder soziale Ungleichheit als potenzielle Beeinträchtigung von Bildungs- und Lebenschancen der AdressatInnen problematisieren. Und Brigge et al. Konstatieren in ihrer armutsinteressierten Curricula-Analyse von 14 Lehrplänen eine nur marginale und darüber hinaus vage und wenig konkrete Thematisierung von Armut und sozialer Ungleichheit. Einmal weiter, bitte. Zum einen und zum anderen wird Differenz in den Curricula der 16 Bundesländer in erster Linie bezogen auf die späteren Adressatinnen der FachschülerInnen, also die Kinder und die Familien, in den Blick genommen. Und die sozialen Positioniertheiten der SchülerInnen selbst wird kaum thematisiert und reflektiert. Und Kuhn und Landhäuser arbeiten heraus, dass das insofern problematisch sein kann, aufgrund den eigenen sozialen Positionierungen. Die SchülerInnen stammen häufig aus Mittelschichtsfamilien oder Hintergrund und dementsprechend, das habe ich ja vorhin mit dem Intersektionalitätsansatz versucht zu zeigen, aus dieser Perspektive könnte man sagen, da, wo ich quasi aufwachse, da, wo ich herkomme, das prägt meinen Blick, das prägt meine Weltwahrnehmung, meine Deutungen. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass sozusagen die eigenen Deutungen, deren Herkunft nicht reflektiert werden, laut Kuhn und Landhäuser, oder zu wenig reflektiert werden in den Ausbildungsinstitutionen, ist eben die Frage, wie eine Wahrnehmung und eine Schärfung, eine Sensibilisierung für soziale Ungleichheitsverhältnisse in der Gesellschaft stattfinden kann, beziehungsweise dass sie stärker stattfinden muss. Ja, bitte einmal weiter.
Brigge et al. Haben in ihrem Forschungsprojekt Umgang mit und Deutungen von Armut in Kindertagesstätten Gruppendiskussionen mit Kita-Teams durchgeführt zu Fragen nach dem Wissen über Armut, zu alltagspraktischen Fragen und zum Umgang mit Armut und haben auch also in den Rekonstruktionen der Gruppendiskussionen Indikatoren zum Erkennen von Kinderarmut rekonstruiert, sowie auch die Reflexion und das Einbringen eigener biografischer Erfahrungen erfragt und rekonstruiert. Und kommen zu zwei Kernbefunden. Der erste Kernbefund ihres Forschungsprojekts besagt, dass in allen Teams Armut relativ vage und diffus bestimmt wird. Und der zweite Kernbefund ist, dass es eine stark individualisierte Herangehensweise an das Thema Armut gibt, sowie Schuldzuweisungspraktiken, die sich in Kombination mit normativen Vorstellungen zu guter Elternschaft zu einem zentralen Orientierungsmustern verknüpfen. Und ich habe hier ein Zitat aus einem Aufsatz, wo Sie Ihre Forschungsergebnisse darstellen, mitgebracht. Eltern werden für ihre Armutslage bzw. die Folgen für ihre Kinder verantwortlich gemacht. Die Wirkmächtigkeit von Armutslagen und damit zusammenhängende Zwänge tendenziell negiert und damit individualisierende, responsibilisierende Diskurse zu Armut reproduziert. Das heißt, im Grunde genommen, das passt ein Stück weit gut zu dem Befund, dass in den Curricula die gesellschaftlichen Armutsverhältnisse zu wenig bearbeitet sind, zu wenig thematisiert werden, zu wenig quasi Raum für Reflexionen und Wissensaneignung geboten ist, um sich quasi mit Armut auseinanderzusetzen, wie Armut entsteht, wie sie sich in Lebenslagen, in Lebensstile einschreibt und wie daraufhin quasi auf der Ebene der Akteurinnen damit auch umgegangen werden kann. Also sozusagen bestimmte Lebensstile auch verstanden werden können vor dem Hintergrund der Verhältnisse. Okay, damit übergebe ich jetzt erstmal an Stella Merz. Ja, vielen Dank, Christine, und auch vielen Dank meinerseits für die Einladung. Genau, wir würden jetzt gerne den Blick auf die Elternperspektive legen, und zwar anhand Ergebnisse aus dem DFG-geförderten Projekt Herausgeforderte Eltern, empirische Exploration zur Transformation von Haltungen bei Müttern und Vätern im Einschulungsverlauf ihres Kindes. Ziel dieses Projektes, welches eben an der Universität Vechta verortet war, war es, Eltern im Übergang während des Einschulungsprozesses empirisch zu begleiten und dabei eben zu rekonstruieren, welche Haltungen sich entwickeln in diesem Prozess und auch welche Veränderungen eben sich quasi entwickeln. Dazu wurden Eltern einmal kurz vor der Einschulung interviewt und nochmal ein weiteres Jahr darauf, also kurz vor Ende des ersten Schuljahres. Genau. Die Interviews wurden sowohl in Deutsch als auch in Türkisch erhoben und anschließend bei Bedarf eben übersetzt und transkribiert. Und insgesamt konnten so 38 Interviews mit insgesamt 19 Elternteilen realisiert werden. Wir wollen uns aber im Folgenden gar nicht so sehr auf diese Haltungsveränderungen beziehen, die ja eigentlich Ziel des Projektes waren, sondern haben in diesem Vortrag versucht, den Blick auf Bedenken und Hemmfaktoren, die für den Übergang in Bildungseinrichtungen eine Rolle spielen, ja darauf eben den Fokus zu legen. Unsere Ergebnisse, bitte entschuldigen Sie das vielleicht auch, beziehen sich natürlich in vielen Fällen auf die Schule, aber wir hoffen, dass wir trotzdem Wissen generieren können, worauf sich irgendwie so eine Perspektive auf Bildungseinrichtungen im Gesamten eben auch richten lässt. Okay, vielen Dank. Die nächste Folie, bitte. Genau. Ich würde unsere Überlegungen gerne mit einem Zitat beginnen, und zwar dem Zitat einer Mutter. Diese sagt, das Bildungssystem ist null. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Entwicklung, Förderung, Konzentration, das ist null in diesen Kindergärten. Also man überlege sich mal, man überlässt sein Kind diesen Leuten, man überlässt es seinem Schicksal. Das Entwicklungsniveau der Kinder, das bleibt so weit zurück. Mein Kind ist täglich 8 Stunden im Kindergarten und 4 Stunden bei mir. In diesen 4 Stunden gehen wir heim, dann, wenn sie duschen, duschen sie, danach essen sie
und dann schlafen. Ich kann mich nur 4 Stunden um sie kümmern, der Kindergarten 8 Stunden. Kurz, wir sind dabei, unsere Kinder zu verlieren. Wer Verstand hat, gibt sein Kind nicht in den Kindergarten, sondern erzieht es selber zu Hause. Wenn ich nicht gemusst hätte, hätte ich es nicht dorthin gegeben. Wenn ich nicht arbeiten würde, hätte ich es nicht dorthin gegeben. Wirklich. Was wir hier sehen, ja, ist ein Stück weit Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Es lässt sich ein Misstrauen gegenüber dem Bildungssystem verorten. Und wir möchten in unserem Vortrag nun ein bisschen darauf schauen, wie ist es dazu gekommen? Was sind die Hemmfaktoren, die dazu geführt haben, dass bei dieser spezifischen Mutter diese Hilflosigkeit ja, sich quasi rekonstruieren lässt? Für die nächste Folie, bitte. Dazu würden wir zunächst beginnen mit den zentralen Ergebnissen unseres Forschungsprojektes. Wir konnten insgesamt 4 Haltungstypen rekonstruieren. Das sind einmal der gelassene Typus, die gelassene Haltung. Genau hier sehen die Eltern den Übergang sehr gelassen über. Es bestehen wenig Sorgen. Auch die Bildungsprognose der Kinder wird als sehr positiv erachtet. Dann haben wir einmal den herausgeforderten Typus. Hier wird zwar den eigenen Kindern auch eine gute Bildungsprognose vorausgesagt, was aber hier deutlich zum Vorkommen kommt, dass sie schon auch herausgefordert ansieht, also auch mit Arbeit und Kraft intensiv ja, dargestellt wird. Anders gestaltet sich dies bei dem überforderten Typus. Hier sehen wir, dass die Eltern tatsächlich mit Sorgen konfrontiert sind und sie manchmal auch an ihre Grenzen gelangen. Hier konnten wir noch einmal unterteilen in den unterstützungssuchenden Haltung und eine überfördernde Haltung. Dazu im weiteren Verlauf auch noch mehr. Und dann haben wir den erschöpften Typus. Da haben wir ja gerade das Eingangszitat als Beispiel gehört. Hier dominieren sehr große Sorgen. Der ganze Übergangsprozess wird als große Belastung wahrgenommen. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten werden als nicht vorhanden ja, eingeschätzt. Die nächste Folie bitte. Genau, und was sich tatsächlich als sehr interessant gestaltet in unseren Ergebnissen, das ist, dass sich diese Haltungen unterscheiden im Hinblick auf ihre Privilegien und Benachteiligungen, die diese Familien eben haben. Wenn wir uns den gelassenen Typus anschauen, hier sehen wir, es sind sehr viele Privilegien vorhanden, die Familien verfügen über ausreichend ökonomische Ressourcen, sie antizipieren für sich selbst eine Bildungsnähe, die Sozialisation ist in Deutschland erfolgt, sie verfügen über viel Zeit, die Eltern sind hier nur in Teilzeit oder gar nicht berufstätig, wobei sich aber auch gleichzeitig eben die einzige Benachteiligung hier aufzeigt in Form von Heteronormatismen. Das bedeutet also, die binäre Einteilung der Geschlechterordnung in Mann und Frau, die eben das biologische Geschlecht an spezifische Geschlechterrollen eben koppelt und damit eben auch Ungleichheiten begünstigt und verantwortlich ist. In unserem Fall ist es eben so, dass es in allen Fällen immer die Frauen waren, die tatsächlich zu Hause bleiben. Ja, die herausgeforderte Typus dieser Haltung, diese Familien verfügen ebenfalls über sehr viele Privilegien, wie wir diese auch schon im gelassenen Typus sehen. Der einzige Unterschied ist der Faktor Zeit, denn hier sind die Eltern in allen Fällen eben beide berufstätig. Darüber hinaus im überforderten Typus, den wir ja unterteilt haben, in den einmal den unterstützungssuchenden Typus und einmal die überfordernde Haltung, wie wir es genannt haben. Hier sehen wir in den unterstützungssuchenden Familien, dass eine Benachteiligung und Mehrfachdiskriminierung auf wirklich sehr vielen Ebenen. Es fehlen die ökonomischen Ressourcen, die Eltern antizipieren für sich selbst keine Bildungsnähe, sie verfügen über wenig Zeit, weil die Eltern viel arbeiten. Als einziges Privileg konnte man hier nochmal rekonstruieren, quasi die Sozialisation in Deutschland. Anders gestaltet sich dies beim überfördernden Typus, denn hier sehen wir, dass eigentlich alle ja, Privilegien vorhanden sind, die auch schon im gelassenen Typus sich rekonstruieren lassen haben. Mit einer Ausnahme, und das ist tatsächlich sehr spannend, es sind hier die eigenen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, die diese Familien gemacht haben. Alle Eltern haben studiert oder sogar promoviert, berichten aber, dass sie eben als Kinder nach Deutschland migriert sind und sie sehr, sehr schwer hatten durch strukturelle Benachteiligungen, dass sie immer auf, dass ihnen quasi attestiert worden ist, nur die Hauptschule besuchen zu können und dass sie halt ihren eigenen Bildungsweg ein Vater hat es so genannt, über Berge, Täler und Tunnel, also tatsächlich der Bildungsweg war sehr schwierig.
Genau, und im erschöpften Typus, hier sehen wir das, was Christine Hohner-Kreiser vorhin auch angemerkt hat, diese Mehrfachdiskriminierung, wirklich auf allen Ebenen. Hier finden wir sehr häufig alleinerziehende Mütter, die selber schlecht Deutsch können, sie ihren Kinder dabei nicht unterstützen können, sie verfügen über wenig Zeit, weil sie viel arbeiten müssen und trotzdem halt über fehlende ökonomische Ressourcen. Also man sieht hier, dass wir hier tatsächlich gar keine Privilegien mehr rekonstruieren konnten, leider, dafür aber ein Vielfaches an Benachteiligungen. Die nächste Folie gerne. Genau, kommen wir nun zu den Hemmfaktoren zu sprechen, die wir in unserem Datenmaterial rekonstruieren konnten. Und ein Faktor ist der Optimierungsdruck. Auch hier würde ich gerne einmal mit einem Zitat beginnen, und zwar dem Zitat eines Vaters. Ich habe oft den Eindruck, die züchten einfach diesen Manager-Typ heran, diesen Zeitdruck, höchst effizient und höchste Effektivität, über Leichen gehen. Die rauben den Kindern ihre Jugend. Diese ganze Perfektion in der Arbeit, die kann man doch auch erreichen ohne diese Kinder. Jetzt schon zum Beispiel mein Neffe, die sind manchmal von 8 bis 18 Uhr in der Schule. Ja, und wenn man das raubt, dann fehlt nachher irgendwas. Dann hat man Burnout, nicht mehr wie heutzutage mit 40, 45, sondern schon mit 20. Die nächste Folie, gerne. Genau, und das Interessante ist, dass dieser Optimierungsdruck, der zieht sich quasi tatsächlich in allen Interviews, die wir erhoben haben. Was sich aber zeigt, ist, dass die Familien unterschiedlich reagieren können, das heißt je nach Haltungstyp. Während bei den gelassenen Familien der Zeitfaktor eine große Rolle spielt, der quasi angemerkt wird, wie man diesem Optimierungsdruck halt standgeben kann, indem zum Beispiel gesagt wird, irgendwann müssen wir auch mal schlafen oder dass 24 Stunden einfach zu wenig Stunden haben, um diesen ganzen Anforderungen quasi gerecht zu werden. Das meint auch zum Beispiel so etwas, dass auch viel Zeit eben auch natürlich drauf geht für weitere Bildungsangebote wie Vereine und so weiter. Genau, also was man hier sieht, ist, der Zeitfaktor wird halt als ja, ausschlaggebend angeführt, warum es eben, ja, warum diese Erwartungen, dieser Druck halt schwer zu realisieren ist. Bei den herausgeforderten Eltern kommt zu diesem Zeitdruck auch noch die Arbeit und die Kraft und Intensivität dazu, die eben damit verbunden ist. Ich meine, Erziehung ist immer verbunden mit Arbeit, das war uns ja von vornherein auch klar. Naja, man kann es Arbeit nennen, es ist schon viel Zeit und Kraft und Energie, was man reinstecken muss. Man muss zurückstecken. Nach der Arbeit muss man nach Hause und dann quasi mit ihr noch was machen. Ja, während hier aber noch einigermaßen Handlungsoptionen, Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind, sagen die Überforderten tatsächlich die Schwierigkeiten, das alles zu organisieren und konzeptieren letztendlich, man kann sagen, wir schaffen es nicht. Ja, und im erschöpften Typus, das haben wir auch vorhin gesehen, man kann diesem Optimierungsdruck nicht mehr gerecht werden, hat gar keine Handlungsmöglichkeiten, es führt zu Ängsten, zu Beunruhigung, es wird als eine große Last wahrgenommen und führt eben dann auch zu der Aussage, das System eben die Kinder verlieren lässt. Die nächste Folie. Genau, zusätzlich zu diesem Optimierungsdruck kommen dann auch noch die strukturellen Benachteiligungen. Das sind quasi diese auf struktureller Ebene, die Diskriminierungserfahrungen, die ja vorhin auch schon im Vortrag benannt worden sind. Als eine wichtige strukturelle Benachteiligung konnten wir eben die fehlenden ökonomischen Ressourcen rekonstruieren. Das findet sich vor allen Dingen eben in den unterstützungssuchenden Haltungen in diesen Familien, indem angemerkt wird, dass auch alles bezahlt werden muss. Dies betrifft sowohl die Ferienbetreuung als aber auch zusätzliche Angebote, Bildungsangebote, wie zum Beispiel Vereine, Sportvereine, Musikvereine, die eben nicht bezahlt werden können. Eine Mutter bringt das Paradox auf den Punkt, dass sie eben für die Ferienbetreuung 67 Euro bezahlen muss, obwohl sie nur 450 Euro Basis arbeiten geht und führt eben dieses Paradox an, dass sie quasi arbeiten geht, um die Betreuung zu gewährleisten, damit sie arbeiten kann. Genau. Ja, und deswegen wünschen sich die Eltern eben einfach auch kostengünstigere Angebote, dass es einfacher wäre für manche Eltern so wie uns. Ja, genau. Noch einmal bitte zur nächsten Folie. Genau, diese Familien wie uns, was sehr auffällig war, war eben, dass diese Familien tatsächlich diejenigen sind, die arbeiten gehen und aber sich gerade am Minimum bewegen, was sie verdienen. Das heißt, sie verfügen über Einkommen, aber leider nicht über Unterstützungsmaßnahmen weitere, sodass eine Familie eben auch sagt, ja, dass sie sich eben wünschen, ein kostenloses Programm eben für alle Familien und nicht immer alles nur Geld kostet. Und eine andere Mutter sagt, also indem das hier ein Sozialstaat ist, ist das für die Hilfebedürftigen vorteilhaft, aber denen gegenüber, die keine Hilfe bekommen, also im Sinne einer Förderung vom Staat, genauso mitleidlos. Ich erhalte beispielsweise keine Unterstützung, daher kann ich mich an nichts beteiligen. Alles von meinem Kind übernehme ich. Was passiert dann? Dann gibt es eine Unterscheidung zwischen Arm und Reich. Genau, das heißt, die Beteiligung wird angesprochen. Okay.
Als zweite strukturelle Benachteiligung waren die Rassismus-Diskriminierungserfahrungen. Und ich habe da schon kurz etwas gesagt. Das äußert sich zum einen daran, dass die Familien eben Alltagsrassismus erleben in ihrem Alltag. Eine Mutter, sie entschuldigt das hier auch tatsächlich in der Kita. Sie entschuldigt die Erzieherin. Sie sagt auch, dass es eine super anstrengende Aufgabe ist. Und sie möchte es auch gar nicht kritisieren. Und das ist auch alles toll, was sie da leisten. Aber dass einfach dieser Diskurs, diese Alltagsdiskriminierung so stark wirkt, dass sich auch die Erzieherin quasi gar nicht so einfach dem entziehen können. Genau, sie führt da zwei Beispiele an, in denen zum Beispiel eine Erzieherin gesagt hat, ich habe den Kindern heute erzählt, dass Datteln zu eurem Land gehören. Und als sie vom Urlaub gekommen ist, hat die Leiterin eben gesagt, die hat dann halt gesagt, waren sie in der Heimat? Und dann habe ich gesagt, Heimat? Ich bin doch in Deutschland. Also ich war im Urlaub, nicht in der Heimat. Da sieht man halt diese Strukturen des Alltagsrassismus. Gerne mal weiter. Ja, dieser Alltagsrassismus, der spiegelt sich dann tatsächlich auch in struktureller Diskriminierung wider. Das sehen wir sehr häufig in den überfordernden Typus und auch im erschöpften Typus. Auch hier habe ich zwei Zitate mitgebracht. Eine Mutter sagt eben, es ist eben auch selten, dass sich das aus diesem Kontext jetzt nochmal befreien kann, sozusagen diese Last wegschmeißt, diese Migrationslast. Man hat immer den Migrationshintergrund und muss nochmal aufwendig und sehr, sehr gut in was sein, um das so weit in Interaktion zu bringen, dass das nicht mehr gesehen wird. Und ähnlich sagt das eben auch eine erschöpfte Mutter. Ich sehe, dass die Kinder langsam, auch wenn sie Wissen haben, an manchen Stellen bezwungen werden, zufriedengestellt werden, ohne überholen zu lassen, nach Möglichkeit in unteren Bereichen weitergeführt werden. Wenn ich das höre, werde ich traurig. Ich wünsche mir, dass es ein Bildungssystem gibt, in dem man ehrlich nach Erfolg, die Menschen nach ihrem Erfolg lobt, ohne dass es eine Unterscheidung der Menschen nach ihrer Herkunft oder eine Diskriminierung gibt. Die nächste Folie, bitte. Als zusätzlichen Faktor, jetzt haben wir ja schon zwei Faktoren gehört, das waren einmal der Optimierungsdruck und auch einmal die strukturellen Benachteiligungen, kommt dazu eine Responsabilisierung der Eltern. Das bedeutet quasi, dass immer verstärkt, und das legt ja auch die Literatur nahe, dass quasi die Verantwortung für den Bildungserfolg bzw. Misserfolg zunehmend wieder zurück in die Eltern verlagert wird. Und auch hier sehen wir, dass das Thema ist tatsächlich in allen Interviews, aber auch hier eben unterschiedlich darauf reagiert wird. Während wir im gelassenen Typus sehen, dass quasi so ein naturwüchsiges Talent konstatiert wird, die Kinder werden als total mega motiviert dargestellt, das sind so Streber wie ich Kinder früher. Das heißt, wir sehen hier so etwas wie eine Naturalisierung, dass der Bildungserfolg wird quasi ja naturwüchsig weitervererbt. Ein Vater sagt das eben auch so, dass sie auch gute Leistungen bringt. Also klar, mit meinem Bildungshintergrund, klar, wäre natürlich schon komisch, wenn das Kind dann irgendwie, naja, ich weiß nicht, keine Ahnung, im relativ simplen Beruf dann erlernen möchte. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich, dieser Bildungserfolg, der wird naturalistisch gesehen, er wird naturwüchsig als vererbbar betrachtet. Anders gestaltet sich dies bei den herausgeforderten Eltern. Hier kommt immer mehr zum Tragen halt diese Arbeit, die damit auch verbunden ist. Eine Mutter bringt das so auf den Punkt, dass sie sagt, das ist etwas, das wir leisten müssen, weil Schule und auch die Lehrer nicht in dem Maße werden leisten können. Das heißt, auch diesen Optimierungsdruck, den wir vorher gesehen haben, dass sie das ganz klar als ihre Aufgabe ansieht, eben weil die Bildungsinstitutionen das gar nicht alleine leisten können. Und eine Mutter kommt auch noch ganz klar zu sprechen, dass es nicht nur über die Lerninhalte geht, sondern eben auch noch um so etwas wie ein Engagement, was da halt gefordert wird, indem sie eben sagt, es kommt auch regelmäßig Post von der Schule und dann braucht man Mitarbeit. Da wird ein gewisser Druck aufgebaut. So, du musst jetzt auch. Sich dem zu entziehen, also das will ich ja auch gar nicht. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass das auf mein Kind irgendwie zurückfällt. Ja, du hast ja eine engagierte Mama. Das bedeutet aber, dass ich jemanden brauche, der auf den Kleinen aufpasst. Auch hier sehen wir wieder diese Bilder, die reproduziert werden einer guten Elternschaft, einer engagierten Mama, die immer parat ist und auch eben ja, in den Bildungseinrichtungen auch mal aushelfen kann, wenn er sich auch dort engagiert. Die nächste Folie. Und genau, ja, diese Bildungsverantwortung, die erreicht eben auch die Familien, die eben nicht so gut privilegiert sind oder die halt an einigen Punkten benachteiligt sind. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir in diesem unterstützungssuchenden Typus genau das gesehen haben, was wir vorhin schon gehört haben, dass Armutsdiskurse und dieser Responsabilisierungsdiskurs sehr häufig mit Schuldzuweisungszuschreibungen quasi operiert.
Und was wir sehen, ist, dass diese Eltern das tatsächlich auch so aufnehmen. Das heißt, sie sehen sich selbst als verantwortlich für die Armut quasi und auch für den Bildungsmisserfolg ihrer Kinder. Denn wenn sie sich Unterstützung suchen, dann wünschen sie sich tatsächlich so etwas wie Seminare, die gar nicht so unbedingt ihre Erziehungsfähigkeit betreffen, aber tatsächlich, wie eine Mutter hat es gesagt, dass man Eltern in einem Seminar oder so ähnlich beibringt, wie sie lehren, unterrichten sollen. Das heißt, in ihrer Lehr- und Unterrichtsfähigkeit wollen diese Eltern gerne gestärkt werden, weil sie dort eben ihre Kompetenzen eher eingeschränkt sehen. Und auch diesen Schuldaspekt quasi aufnehmen, wie eine Mutter sagt, was kann ich als Elternteil noch besser machen oder wo meine Fehler sind. Also was wir ganz klar sehen, diese Wahrnehmung der Schuldzuweisungen, die wird von den Eltern aufgenommen, eingeschrieben und internalisiert. Genau. Beim überfördernden Typus, hier hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, dass es hier die Eltern verfügen selber über sehr guten Bildungshintergrund, das heißt, sie haben studiert oder promoviert, hatten aber es selber sehr schwer. Das heißt, sie haben es über den zweiten, dritten Bildungsweg erst erreichen können und sie fanden ihre eigene Schulzeit in ihrer eigenen Biografie sehr herausfordernd aufgrund der strukturellen Diskriminierung, was wir auch vorhin gesehen haben, indem die Eltern sagen, dass man diese Migrationslast nur sehr wenig überdecken kann, was dazu führt, dass sie eben noch mehr in ihre Kinder investieren müssen. Ein Vater sagt es eben so, wir lernen mit den Kindern sehr viel. Mittlerweile sind wir bei ihm schon bei den Aufgaben, glaube ich, aus der dritten oder vierten Klasse geteilt und schriftlich multiplizieren. Man muss hier bedenken, das Kind ist noch in der Vorschule, das heißt, es ist noch gar nicht eingeschult, aber dass die Eltern einfach sehen, um diese strukturelle Diskriminierung, die das Kind hat aufgrund des Namens, aufgrund, weil die Mutter vielleicht ein Kopftuch trägt, dass sie dem einfach entgegenwirken müssen, einfach damit das Kind die besten Startchancen hat. Und und eine Mutter sagt eben auch, dass das eben auch sehr viel Druck ist, der auf den Kindern lastet, was sie auch sehr viel Energie kostet. Die nächste Folie. Ja, und wir haben es ja auch schon im Eingangszitat gesehen, dieser Ruf nach der Bildungsverantwortung, verantwortlich für die Bildung der Kinder zu sein, erreicht auch diejenigen, die schon alleine bei der Alltagsbewältigung tatsächlich an ihre Grenzen kommen, die kaum Mittel haben, irgendwie zu reagieren auf diese Anforderungen. Wie eine Mutter sagt, sie sagten, dass wir Lesen und Schreiben beibringen sollen. Woran ich dachte, war mal Folgendes. Europa ist ein Ort, in dem Bildung sehr wichtig ist. Natürlich wird den Kindern Lesen und Schreiben gut beigebracht. Sowas dachte ich. Aber am Elternsprechtag in der Grundschule habe ich es gemerkt. Sie, sagten sie, sie nehmen die größte Rolle ein. Aber wie sehr kann ich nützlich sein, wenn sie in der Schule ist? Ja, genau. Also wie soll sie nützlich sein? Okay, und damit gebe ich auch schon weiter an Christine wieder zurück. Okay, dann kommen wir zum Fazit unseres Vortrags. Im Anschluss an Aumas Vorschlag, Intersektionalität als Wahrnehmungsinstrument für Sensibilisierung des professionellen Selbst zu nutzen, kommen wir zu eben folgenden Punkten vor dem Hintergrund unserer Ausführungen. Dass es eben quasi insbesondere auch in den Ausbildungsinstitutionen zu einer Thematisierung und zu einem Wissenserwerb zur Entstehung von Differenzierungen und sozialer Ungleichheit im gesellschaftlichen Zusammenhang kommen muss und quasi zentrale Fragestellung könnte sein, wie zeigt sich die Etablierung von klassistischen Strukturen in einer ungleichheitsanalytischen Perspektive, heißt, wie zeigt sich auch über generationale Zusammenhänge die Einschreibung von Armutslagen, eben was ich bereits vorhin gesagt hatte, in Lebensstile, in Haltungen, in Perspektiven. Oder aber auch, wie verstärkt beispielsweise der Wohlfahrtsstaat ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse im Hinblick auf Klassismus und wie wirken sich diese Verhältnisse wiederum auf die Handlungsfähigkeit der Individuen aus? Als Beispiel könnte man die Situation von Alleinerziehenden nehmen. Und das sind fast immer noch Mütter. In 10 von 9 Fällen alleinerziehender Elternschaft sind es Mütter. Und da zeigt sich beispielsweise der Wohlfahrtsstaat letzten Endes auch als strukturgebend für Lebensverhältnisse. Care-Arbeit, Sorgearbeit und Lohnarbeit wird einfach nicht gleichmäßig anerkannt und auch nicht bezahlt. Alleinerziehende Elternteile, Mütter müssen beispielsweise Sorgearbeit alleine stemmen.
Und was bedeutet dies letzten Endes, diese strukturell angelegten Benachteiligungen? Was bedeutet das für Zeit? Was bedeutet das für einen Stress- und Belastungspegel? Was bedeutet das für die Akteurinnen im Alltag, die eben von diesen Benachteiligungen, von Armutslagen, von spezifischen Klassenlagen betroffen sind? Bitte einmal weiter. Und generell geht es dabei eben in einem ersten Sensibilisierungsschritt darum zu verstehen, dass also beispielsweise in den Ausbildungsinstitutionen oder bei der Wahrnehmung und Sensibilisierung, dass eben Benachteiligungsstrukturen und Ungleichheiten nicht vorsozial sind, sondern gesellschaftlich hervorgebracht und reproduziert sind. Insbesondere mit Blick auch nochmal auf die Frage, wer wird eigentlich verantwortlich gemacht in Situationen, da hilft ja gerade eine intersektionale Perspektive zu sagen, okay, Individuen, Akteurinnen können eigentlich gar nicht für alles verantwortlich gemacht werden, weder ich selbst noch die anderen, sondern vieles ist eben tatsächlich durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt und hervorgerufen und kann dementsprechend auch auf der Ebene von Wissen und Wahrnehmen und eben auch Kognitionen vielleicht eben auch nochmal ein Stück weit ausgelagert werden von den Individuen. Bitte einmal weiter. Das heißt, mit Blick auf die Veränderung auf Ebene der Institutionen und Organisationen, Gumolla macht beispielsweise darauf aufmerksam, dass einfach noch viel mehr empirische Befunde notwendig sind, die zeigen, wie institutionelle Diskriminierung und Ungleichheit wirkt und dabei weitestgehend unsichtbar ist. Ich wurde ja im Chat gefragt mit den Sprachförderprogrammen. Gumolla und Radke haben vor sehr vielen Jahren bereits eine Studie gemacht in Bielefeld, wo sie gezeigt haben, dass insbesondere entlang von Sprachförderprogrammen Legitimationen geschaffen werden können, warum Kinder beispielsweise von der Einschulung zurückgestellt werden. Und das ist, wenn sie sagt, Ungleichheit und Diskriminierung, sie sprechen beispielsweise in ihrer Studie von institutionellem Rassismus. Und der ist häufig gar nicht sichtbar, der ist gar nicht erkennbar, aber seine Wirkungsmechanismen sind da und die können vor allem deswegen wirken, weil sie quasi in gesellschaftlichen Strukturen stattfinden, die dies legitimieren. Also Kinder beispielsweise von der Einschulung entlang von Sprachbeurteilungen zurückzustellen, ist quasi eine legitime Praxis. Gumolla und Radke würden eben da von institutionellem Rassismus sprechen. Und trotzdem ist es eben eine Praxis, die für die Akteurinnen häufig gar nicht sichtbar, gar nicht erkennbar ist als solche, weil eben sie quasi von diesen gesellschaftlichen Verhältnissen gerahmt ist, die als legitim anerkennen, dass eben eine Praxis in dieser Art stattfindet. Die Bedeutung von symbolischen Repräsentationen wie guter Elternschaft, das hat Stella Merz auch angesprochen. Bischof Papst hat beispielsweise eine Studie veröffentlicht, wo sie zeigt, wie bei dem Aushandlung von Kindergeburtstagen kulturelle Passungen bedeutsam werden und wie beispielsweise unterschiedliche kulturelle Passungen dazu führen können, dass es eben zu Ausgrenzungen und Ausschlüssen kommt. Bitte einmal weiter. Genau, Veränderungen auf der Ebene der Ausbildungsinstitutionen, Curricula und personenbezogene Reflexionen, das hatten wir schon thematisiert, also auch das Wissen um Schwierigkeiten aufgrund fehlender Passungsverhältnisse, die Frage, wann Akteurinnen in Institutionen nicht willentlich, mehr oder weniger unwillentlich an der Reproduktion von sozialen Ungleichheiten beteiligt sind. Die Befunde von Bischof und Papst zeigen, die haben Studien gemacht, die zeigen, dass eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen Familien und Kitas nicht grundsätzlich dazu beitragen muss, Kinder zu fördern oder Bildungsungleichheiten abzubauen.
Und dass Eltern mit vergleichsweise geringeren sprachlichen, ökonomischen, zeitlichen und oder kulturellen Ressourcen sich weniger selbstbewusst im Umgang mit der Kita positionieren können und damit auch ihre Anliegen nicht in gleicher Weise an die Fachkräfte herantragen können. Veränderungen in der Repräsentanz, das sind alles keine unmittelbaren Dinge, die quasi auf der AkteurInnen-Ebene umgesetzt werden können. Es sind aber wichtige Befunde, um irgendwie quasi Wissen zu stärken. Repräsentanz, Stellen, Schlüssel, Leitungsebene. Ayla Erdem, die Kita-Leitung der Kita-Kinderwelt in Herne-Eickel ist, hat in einem Fachgespräch im Sommer erzählt, dass es bundesweit nur 13% Kita-Leitungen gibt, die selbst eine familiäre Migrationsgeschichte haben, dass sie beispielsweise auf Fachleiterinnen-Treffen so gut wie nie andere Fachleiterinnen mit einer Migrationsgeschichte findet. Und das meint die Frage der Repräsentanz. Und auch das hat natürlich eine Bedeutung im Hinblick zum Beispiel auf Angebote, Niedrigschwelligkeit von Angeboten oder eben auch im Grunde genommen mit Blick auf die Frage, welche Teile der Gesellschaft sind eigentlich beispielsweise in Kitas auf Leitungsebene, aber auch auf Ebene der Fachkräfte vertreten. Insgesamt im Anschluss an die Segregationsprozesse, die es offensichtlich auf lokaler und kommunaler Ebene gibt, auch Wissen und von ungleichen Zugängen zu frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangeboten. Bitte noch einmal weiter. Genau, mögliche Reflexionen auf Ebene sozialer Praktiken, wenn man wieder an AUMA denkt, die quasi als dritte Ebene die sozialen Praktiken, die Berücksichtigung von sozialer Scham, von möglicher Benachteiligung und Ausgrenzung. Mit meiner Kollegin mache ich ein Projekt mit alleinerziehenden Müttern, die im Sozialleistungsbezug stehen. Und da hat sich beispielsweise gezeigt, dass für eine Mutter bedeutsam war, dass sie immer alleine zu Ausflügen gehen muss, ohne Partner, und inwiefern das bei ihr eben soziale Beschämungsprozesse ausgelöst hat, als nur ein Beispiel. Also die Möglichkeit von dialogischen Aushandlungsprozessen mit Fachkräften, Eltern und auch Kindern. Gomolla bringt das Stichwort Hellhörigkeit. Eltern und Kinder, die aufgrund gesellschaftlicher Stereotypisierungen abseits stehen, mit dem Beispiel, dass ein Kind in der Kita erzählt, dass es ausgelacht wird, weil die eigenen Eltern eben kein Auto haben, sich auch keines leisten können. Das führt sie eben zusammen mit dem Aspekt der Hellhörigkeit, wo sie sagt, wie sowas aufgegriffen werden kann und eben quasi in der Diskussion auch nochmal anders gesetzt werden kann oder besprochen werden kann. Und insgesamt wäre natürlich auch die Frage, wie kann ein Sichtbarwerden von sozialen Positionierungen im institutionellen Alltag vermieden werden? Also wie kann insgesamt die Klassenlage auch die Frage eben der sozialen Differenzierungen, das heißt, dass der Klassifizierung von Menschen entlang eben von Merkmalen wie Herkunft, wie Migrationsstatus, wie kann das im Grunde genommen auch dethematisiert werden oder nicht bedeutsam gemacht werden? Dann bitte die letzte Folie. Deswegen wäre unser insgesamt Fazit vor dem Hintergrund unserer Ausführungen: Möglichkeiten der Intervention, eben diese Wechselwirkungen zwischen den Dominanzstrukturen, den gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen, sozialen Praktiken sowie symbolischer Ordnung zu verstehen und, wenn es geht, inwiefern es eben den Handlungsmöglichkeiten der Akteurinnen entspricht, da entgegenzuwirken, aber letzten Endes auch vor dem Hintergrund die Unmöglichkeiten der Intervention auf Akteurinnen-Ebene, also welche Aufgaben können eigentlich auch überhaupt nicht pädagogisch bearbeitet werden in den Institutionen, weil sie eben keine pädagogischen Probleme sind, sondern weil es eben bildungspolitische,
Familien- und Wohlfahrtsstaatliche Probleme sind, die eben auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene bearbeitet werden müssen, Ungleichheitsstrukturen, die bearbeitet werden müssen und die teilweise in den pädagogischen Diskurs hineingetragen werden, obwohl sie dort eigentlich gar nicht hingehören, weil die Akteurinnen hier eben überhaupt gar keine Handlungsspielräume haben. Okay, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Hohner-Kreisel, vielen Dank, Frau Merz. Überlegt, also die haben zu dem Sprachförderprogramm, hatten Sie selbst schon etwas gesagt, das hatten Sie kurz aufgegriffen, die Frage kam im Chat mit drin. Mich bleibt jetzt ein bisschen die Frage auch, die haben wir dargestellt, auch am Ende nochmal gesagt, auf Akteursebene ist es ein bisschen schwierig, darauf einzugehen. Gibt es dennoch Ihrerseits Empfehlungen, wenn Sie jetzt überlegen, die meisten sind ja hier im Bundesprogramm tätig, koordinierend bei der Kommune oder auch als Fachkraft. Gibt es denn etwas, was wir aus Ihren Erkenntnissen mitnehmen können, wie wir das Bundesprogramm in den nächsten 2 Jahren auf unseren, sag ich mal, doch in der Hierarchie geringen Stellen umsetzen können oder mit aufgreifen sollten? Also das Thema armutssensibles Handeln zum Beispiel haben wir ja auch schon mal thematisiert in anderen Zusammenhängen. Würde aber trotzdem mal fragen, ob Sie vielleicht ein, zwei konkrete Sachen ableiten können, die vielleicht die Teilnehmer heute auch so für sich mal mitnehmen können, für ihr eigenes Handeln. Hätten Sie da Vorschläge vielleicht? Also ich finde es tatsächlich ein Stück weit fast anmaßend als jetzt irgendwie Wissenschaftlerin, die sich ja eher auf Ebene der Forschung befindet, den Fachkräften sozusagen Handlungsanleitungen zu geben. Da würde ich meine Kompetenz nicht sehen. Was ich denke, ist, dass ich finde, dass es eine Verschleierung letzten Endes dessen gibt, das habe ich ja schon gesagt, dass es starke gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse gibt und dass auf einer politischen Ebene häufig suggeriert wird, insbesondere mit Blick auf den Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung, dass diese Probleme in den Institutionen gelöst werden können. Und ich denke, das können sie nicht, sondern die können nicht in den Institutionen gelöst werden. Das ist keine Aufgabe letzten Endes, die in den pädagogischen Bereich gehört. Und ich finde, das ist letzten Endes eigentlich zum einen eine Entlastung der Fachkräfte, weil nicht irgendwie so getan werden muss, als ob Fragen wie Armut und Klassenlage etwas ist, was ich nur in der Ansprache der Eltern oder im Umgang mit den Kindern lösen kann. Das geht nicht. Und das andere ist, dass natürlich, und das kann im pädagogischen Bereich passieren, das Wissen um diese Verhältnisse einfach nochmal gestärkt werden kann. Erstens erzeugt es ja quasi automatisch eine Sensibilisierung, weil wenn ich weiß, dass Eltern von Ungleichheiten unterschiedlich stark betroffen sind und beispielsweise teilweise ihre Handlungsspielräume aufgrund dessen zum Beispiel stark eingeschränkt sind, dann kann ich diesen Eltern ja mit diesem Wissen auch nochmal ganz anders begegnen, als wenn ich sie individuell dafür verantwortlich sprechen muss. Das sind eigentlich die 2 Aspekte, die ich von meiner Position aus quasi mitgeben kann oder formulieren kann und die ich aber eigentlich sehr bedeutsam finde. Ja. Ich weiß nicht, ob... Ich verstehe Sie nicht. Ja, war gerade die Frage auch nochmal im Chat, ob vielleicht die Stärkung des Elternhauses oder auch Bildung auf der Familienebene möglicherweise ein erster Schritt sein kann, aus dieser Diskrepanz rauszukommen. Ja, wobei ich finde, Bildung auf Familienebene ist ja, da ist ja schon wieder dieses pädagogische Moment drin. Bildung wird uns ja tatsächlich häufig als so ein Allheilmittel für soziale Ungleichheiten verkauft. Aber Bildung ist kein Allheilmittel für soziale Ungleichheiten. Bildung ist quasi ein Aspekt. Aber die Frage ist ja, wie kann ich eigentlich gute Bildungsprozesse umsetzen? Was braucht es dafür? Also was brauchen eigentlich Familien, damit sie quasi für ihre Kinder, damit sie quasi in ihrem, damit sie Bildungs
Prozesse verwirklichen können. Dafür braucht es zum einen erstmal, ich glaube, das wissen wir und lernen wir ja gerade in der Pandemie wieder von Neuem, man braucht Zeit, man braucht Ressourcen. Viel von dem Anspruch, was im Bildungssystem eigentlich quasi erfordert wird, muss eigentlich aktiv von Eltern erbracht werden. Wenn Eltern wenig Zeit haben, wenn Eltern wenig auch kulturelle, aber auch soziale Hintergründe haben, um quasi hier zu geben, also um mit ihren Kindern zu Hause zu lernen, zu arbeiten, Zeit für sie zu haben, dann je weniger sie davon haben, umso weniger können sie eigentlich einbringen und umsetzen. Dann kann ich zum einen natürlich in den Bildungsinstitutionen entsprechende Fördermaßnahmen bereitstellen. Die müssen aber, je nachdem, wie stark die Kinder benachteiligt sind, natürlich sehr engmaschig und viel stärker vielleicht auch 1:1 aussehen, als das bei entsprechenden Personalschlüsseln in der Kita möglich ist, als das bei entsprechenden Ausstattungen in der Ganztagsschule ist. Ein interessantes Beispiel, die Ganztagsschule war gedacht, um soziale Ungleichheiten abzubauen. Aber alle Befunde zeigen eigentlich Eltern, die es sich leisten können, dass einer zu Hause bleibt und in Teilzeit arbeitet, die lassen ihre Kinder eigentlich lieber zu Hause. Und die Kinder, die in der Ganztagsschule bleiben, das sind häufig die sozial benachteiligten Kinder, die aber keine entsprechende Förderung unbedingt von Fachkräften, sprich von LehrerInnen, kriegen. Also es muss eigentlich, könnte man sagen, auf einer strukturellen Ebene was passieren, was die Ressourcen angeht, also die Ausstattung von Familien mit Zeit, mit Geld, mit entsprechender Unterstützung, damit man quasi auf der Handlungsebene letzten Endes auch etwas umsetzen und verwirklichen kann, von dem Ziel, Bildungsbenachteiligungen abzubauen. Dankeschön. Letzte Frage von meiner Seite noch, also die hier im Chat auch gestellt wurde. Sie hat darauf hingewiesen, dass in den Ausbildungskurricula relativ wenig auf diese Thematik eingegangen wird oder nur sehr beschränkt, begrenzt. Ist vielleicht eine Möglichkeit auch, also die Fachkräfte hier im Bundesprogramm, die sind ja nicht in der Kita angestellt im Normalfall, sondern sie arbeiten mit sogenannten Kooperationskitas zusammen, die auch Zielgruppen mit verschiedenen Benachteiligungen möglicherweise zu tun haben oder auch dann, wo die Kinder auch, die bisher nicht in Kindertagesbetreuung verortet sind, dort anzubinden. Ist denn vielleicht auch die Möglichkeit oder macht das denn Sinn, wenn wir auch nochmal diese Thematik mit den kooperierenden Kitas, mit den Fachkräften dort direkt anzusprechen, weil an die Ausbildung kommen wir in dem Sinne nicht ran, ist wieder eine strukturelle Frage, wie Sie ja schon aufgezeigt haben. Aber wir überlegen, ob das durchaus auch Sinn macht, so ein Wissen ja letzten Endes, wie Sie im Vortrag jetzt auch dargestellt haben, weiterzugeben. Ja, also ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich denke, Wissen stärken auch auf der Ebene der Institutionen, Wissen stärken, auch im Sinne von zu wissen, was kann ich machen, was kann ich aber auch eben nicht leisten. Aber auch dieses Wissen darum, was man eigentlich nicht leisten kann, das Wissen darum, was eigentlich wirklich bildungs- und gesellschaftspolitische Fragen sind, kann ja eben zu einer Sensibilisierung beitragen. Und ja, ich finde auf jeden Fall, ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Sinn und Zweck, dass wir heute hier sind, weil wir ja wussten, dass auch sehr viele Menschen oder sehr viele Fachkräfte hier sind, dass das vielleicht etwas ist, was wir mit unserem Vortrag an Wissen möglicherweise transportieren können. Ja. Und von dem her, ja. Okay, gut. Dann vielen Dank einfach an der Stelle.